Hi, ich bin wieder euer Roger und heute geht es nochmal um das Thema Smart Broker. Bei meinem Smart Broker Video, wo ich den Broker vorstelle, gab es ja die unterschiedlichen Reaktionen. Ich selbst habe mittlerweile ein Depot bei Smart Broker. Der Depotübertrag von Flatex zu Smart Broker werde ich jetzt nächste Woche beantragen. Und es gab jede Menge Kommentare, auch konstruktive Kritik, auch Dinge, die ich halt in dem Video nicht berücksichtigt habe. Und ich möchte jetzt zum Beispiel mal ein Thema aufgreifen, beziehungsweise zwei. Und zwar erstmal Dank an der Stelle an den Thorsten für seinen Kommentar. Und zwar ging es da ursprünglich um die Dividenden. Ob wirklich noch wie im letzten Video und wie es aktuell auch noch im Preis-Leistungs-Verzeichnis drinsteht, um die Gebühren bei Dividendenauszahlungen, egal ob jetzt in oder Ausland. So, da ist es mittlerweile so, es gibt keine Gebühren auf Dividendenzahlungen. Das wurde mir auch schriftlich von Smart Broker bestätigt. Also hier bei Punkt 3, die Frage ist vollkommen berechtigt. Wie bereits angedeutet, arbeiten wir stetig daran, die Sonderkonditionen zu verbessern. Gestartet sind wir mit einer Gebührenhöhe von 50 Cent für sämtliche Kapitalmaßnahmen, darunter auch Ausschüttungen von Fonds, ETFs oder Dividendenzahlungen, unabhängig davon, ob in oder Ausland. Dies haben wir nun nachjustiert und das neue Preis-Leistungs-Verzeichnis wird zeitnah online gehen. Alle obligatorischen Kapitalmaßnahmen inklusive der eben genannten sind künftig kostenfrei. Für alle freiwilligen Kapitalmaßnahmen, in Klammern etwa die Teilnahme an einer Kapitalerhöhung, werden mit 50 Cent berechnet. Wir hoffen damit zu verdeutlichen, dass wir im Sinne der Kunden denken und die Anregungen gern aufnehmen. So, das war halt die erste Frage. Und das ist jetzt die schriftliche Bestätigung von Smart Broker, dass keine Gebühren auf Dividenden fällig wären. So, und dann ging das dann halt noch ein bisschen weiter. Da ging es dann halt drum, Kontogebühren, Depotgebühren oder wie es halt um diese Cashquote bestellt ist. Smart Broker hat es, naja, ich sage jetzt mal im Preis-Leistungs-Verzeichnis rechtlich korrekt dargestellt. Allerdings für den Otto-Normalanleger ist es absolut unverständlich. Also ich will euch jetzt auch nichts Falsches erzählen. Drum habe ich da auch wirklich nochmal genau nachgeguckt und es heißt ja im Preis-Leistungs-Verzeichnis Verwahrentgelt ab 01.01.2020 minus 0,5% pro Jahr ab 15% Cashquote. Ermittelt wird die durchschnittliche Cashquote im Verhältnis zum Depot und Cashbestand zum Quartalsende. Die Abrechnung erfolgt quartalsweise. Erst ab einer so ermittelten Einlagenquote von 15% pro Stammnummer fallen 0,5% pro Jahr auf die Euro-Kontosalden an und auch nur auf den 15% übersteigenden Betrag. Zudem wird bei der Berechnung der Einlagenquote der jeweilige Durchschnitt der Salden im Berichtszeitraum Quartal zugrunde gelegt und damit gewährleistet, dass sich kurzfristige höhere Kontosalden, zum Beispiel durch Verkäufe oder Zahlungseingänge im Verlauf des Berichtszeitraums ausgleichen können. Bei Währungskonten, etwa in Schweizer Franken, Yen und so weiter, wird ein abweichendes Verwahrentgelt erhoben. Ja, das soll jetzt irgendjemand verstehen. Ich kann das nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen. Ich möchte euch deshalb das Ganze jetzt an einem Beispiel anführen oder beziehungsweise zeigen. Und zwar habe ich jetzt hier mal so einen kleinen Cash-Quoten-Rechner gebastelt, um euch das zu zeigen. Und zwar angenommen, ihr habt jetzt einen Depotwert von 5.000 Euro. Auf dem Verrechnungskonto ist nichts. Und dann steht hier Verwahrbetrag ohne Gebühren 5.750 Euro. Das heißt, hier auf eurem Verrechnungskonto könnt ihr bis zu 5.750 Euro parken, ohne dass irgendwelche Gebühren anfallen. Ich habe das hier auch nochmal ausgeführt, 15%. 0,5%, wenn die Cashquote quartalsweise 15% des Depotwertes übersteigt. Jetzt nehmen wir mal an, ihr habt anstatt 5.750 Euro, habt ihr 5.800 Euro drauf. Dann habt ihr die Cashquote um 1% überschritten. Der überschrittene Betrag sind 50 Euro. Und auf diese 50 Euro bezahlt ihr die 0,5% Minuszinsen. Das heißt also 25 Cent.
Ich hoffe, ich konnte das jetzt soweit erklären. Ich verstehe es. Nachdem es bei Flatex gießen hat, Depotgebühren, ist man besonders vorsichtig. Ich bin es genauso. Und aber ich denke, an dem Beispiel, vielleicht greift sogar Smart Broker das Ganze ja auf, mich würde es freuen, konnte ich das so ein bisschen auflösen, um was es halt bei dieser Cash-Quote geht. Es ist halt auch so, in dem Forum von Wall Street Online, die ja Smart Broker betreiben, gibt es auch einen Thread. Ich werde den auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Ist auch das ganze Thema und da wurde auch schon von Smart Broker geschrieben, dass halt auch darüber mit dieser Cashquote nochmal drüber nachgedacht wird. Also diese Cashquote stößt auf Kritik, auch berechtigte Kritik. Man hätte das Ganze meiner Meinung nach ein bisschen offener oder transparenter kommunizieren können, weil, wie der Thorsten ja halt auch in den Kommentaren schreibt, für ihn sind das versteckte Kosten. Ja, ich hoffe, ich konnte jetzt halt mit diesem Beispiel aus diesen versteckten Kosten ein paar verständliche Kosten machen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, es wird nochmal ein Video zu Smart Broker geben, wenn mein Depotumzug abgeschlossen ist. Ich hatte auch zum Beispiel noch so ein paar andere Fragen gestellt. Also die Oberfläche ist noch sehr spartanisch, sage ich mal, wenn man halt Flatex gewohnt ist. Und da ging es zum Beispiel darum, dass halt die ganzen Formulare nicht direkt in der Oberfläche zum Runterladen sind. Man wird auf einen Link verwiesen, den kann man noch nicht anklicken, den muss man Hand zu Fuß im Browser eingeben. Aber alle Fragen wurden mir beantwortet und auch als Hinweis, wir haben heute Sonntag, ich hatte die E-Mail um 20 vor 1 geschrieben und ich glaube eine halbe Stunde später hatte ich eine Antwort. Mit allen Antworten, die ich wollte. Da ging es auch ums Login-Verfahren, das noch ein bisschen umständlich ist, weil man halt für jeden Login halt eine TAN aufs Handy bekommt. Man will aber halt gucken, dass man es halt alle 90 Tage macht. Finde ich auch gut. Würde vollkommen ausreichen. Es ist eine App in Arbeit, wird aber noch ein bisschen dauern. Aber halt grundsätzlich bin ich von dem Broker überzeugt. Den Link zu dem Broker findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Aber zumindest bei diesem Thema, was die Cashquote betrifft, konnte ich das anhand von diesem Beispiel jetzt mal so ein bisschen auflösen. In diesem Sinne, ich sage vielen, vielen Dank fürs Interesse. Danke für die Kommentare. Viele Impulse für neue Videos kommen aus den Kommentaren. Also wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, Smart Broker oder sonstiges, einfach in die Kommentare reinschreiben. Würde mich halt auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, dem Video vielleicht einen Daumen hoch gibt und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.